Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Skylanders Superchargers. Hier wieder mit Donkey Kong und Diddy am Start. Und ja, was haben wir im letzten Part so gemacht? Der gute Chaos, der gar nicht mal so gut ist, hat Skyland unter seine Kontrolle gebracht und wir als Donkey Kong und Diddy müssen alles daran setzen, ja, Skyland zu retten. Und jetzt sind wir hier angekommen bei so einer sehr, sehr schönen Dynamic Skylander Vehicles Passage und da, oh. Und ja. Stirb, dankeschön. Ja, wir sind jetzt gerade hier bei einer Passage, wo wir einige Skylands gerettet haben und hier ist eine Modifikation für unser Fahrzeug und zwar der Kong-Motor. Womit wir mehr Handling haben, mehr Beschleunigung und mehr Höchstgeschwindigkeit. Rüsten wir direkt mal aus. Ansonsten. Affige Straßenbrenner. Schaut mal, der affige Straßenrenner oder Straßenbrenner ist etwas schlechter als unser Kong-Motor. Und wir nehmen den Kong-Motor, verdammt nochmal. So sieht's aus. Weil. Supercharger-Skylander können jederzeit anpassen drücken, um ihr Fahrzeug zu verändern. Okay. So, können wir jetzt da durch? Ah, hier oben wird es ziemlich brenzlig, Skylander. Du musst. Ich denke auch. Ja, ich bin auf dem Weg. Kehre zur Flotte zurück, das ist unser Auftrag. Den findest du schon. Wir versuchen, unser Schiff aufzuspüren. Ich meine, wo sollen wir denn sonst hin? Wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen ja quasi hier lang fahren. Falsche Richtung, okay. Das heißt, wenn wir. Oh, ja, okay. Wenn wir in die falsche Richtung fahren, werden wir direkt zurückgesettet. Hey, sollte jetzt gerade nicht irgendwas passieren. So, ich fahr mal hier lang. Mal schauen, was hier alles so lauert und kreucht und fleucht. Auf jeden Fall einige knackige Sachen. Skylander des Erdelements sind fetter. So! Oder vielleicht was auch größer. Ja, Flynn ist ja gut. Du schaffst das. Ja. Ja, wir haben beim letzten Mal auch drei Charaktere kennengelernt. Los geht's! Flynn, Hugo und Caitlin oder sowas. Ich glaube, sie hieß Caitlin oder so ähnlich. Und ich wette, ich bin schon an einigen Passagen vorbeigefahren und an einigen Secrets und boah, wir können die Häuser einfach mal so zerstören, als wäre es nichts. Oh mein Gott. Ja, ich wette, ich habe schon einige Sachen verpasst, aber es geht mir hier um den Spielspaß und ich habe gerade meinen Spaß, denn es ist hier gerade sehr actionreich. Und ich weiß gar nicht, was hier so gerade abgeht, aber wir finden es schon irgendwie raus. So, die machen wir mit gekonnten Bombenfässern kaputt. Die wohl Lenkraketen sind, wie gesagt, ne? Wir haben sogar auch Stachelfässer, die wir um unser Kart lenken können. Und ein neues Modul. Baumkronpfeifenhupe. Die kann man sich ja mal geben. Rüsten wir mal aus. Hier kannst du die Hupe an deinem Fahrzeug ändern. Das sind deine Spezialmods. Tausche sie, um dein Fahrzeug zu verändern. Ja. Affige Strafen. Bonus. Affige. Fassstütze. Fassstütze. Nee, oder? Kong-Motor hatten wir drauf, richtig. Bonus. Kong-Motor. Bonusstufe Schübe. Ja. Dschungelbaum-Nummernschilder. Ja. Bonusstufe Schübe. Ich denke, ich lasse das drauf. Kong-Motor. Affige Straßen. Oh, ich. Die Steuerung. Oh mein. Junge. Affige Fassstütze. Bonusstufe Schübe. Ja. Stütze. Kong-Motor. Ich muss das sagen, die Steuerung hier ist etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Gut, wir lassen es so. Wir können ja jederzeit mit dem Druck auf die Steuerkreuze unser Kart verändern, was ich ziemlich cool finde. Das ist echt nice. Habt ihr auch gewusst, dass es was geht denn hier ab? Habt ihr gewusst, dass man auch sehr, sehr viele dieser dynamischen Skylander-Fahrzeuge im Handel kaufen kann? Soll wohl auf jeden Fall über 40 Charaktere geben und auch einige Fahrzeuge, die man kaufen kann. Das setze ich mir auch nicht zur Aufgabe, jedes einzelne dieser Skylander-Figuren zu kaufen. Ich bleibe eher bei Donkey Kong, weil Donkey Kong ist cool. Wenn ich irgendwie an Bowser kommen könnte, ich würde mir auch Bowser schnappen. Landstern abgeschlossen. Oh, wir haben einen Stern bekommen, den wollte ich unbedingt haben. Komm klar, Kumpel. Geh und such Kaylee und die anderen. Jo, wer bist du denn?
Vergebliche Triebstoffmühe oder Treibstoffmühe. Kapitel 3. Zu Kaylee und den anderen. Wir haben zu tun. Ja, doch. Chill. Ah, Gesundheit. Ja, wir finden dich wieder, wenn wir ein bisschen an Moneybones Schiffen herumgebastelt haben. Yay. Ihr werdet ausflippen, wenn wir die Rettungskapseln aktivieren und die Gefangenen befreien. An die Arbeit, Leute. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, Didi ist nur am Start. Skylander des Lebenselements. Kann man irgendwie ausstellen, dass die reden? Das stört ein bisschen. Oh, ein Like a Sir Hut, eine Melone. Der Silberzylinder. Plus 3 maximale Gesundheit, plus 7 Rüstung, plus 5 kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Was? Wii U Gamepad-Spieler, möchtest du den Hut aufsetzen? Aber natürlich, ich bin ein Sir. Da sieht das cooler. Sehr schön. Heißt, man kann auch gleichzeitig auch seine Werte ändern mit Verteidigung, Angriff und sowas. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Donkey Kong? Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Das wollte ich gar nicht. Oh, ein Diamant. Sehr schön. Wir sollten auch direkt mal aufpassen, dass wir hier nicht von den Leuten angegriffen werden. Beziehungsweise wir sollten ausweichen. Das ist unsere... Ja, unser Ziel, würde ich sagen. So, und was ich sagen wollte... Ihr seht, Diddy Kong ist hier an Land nicht am Start. Er ist nur am Start, wenn man in seinem Barrel Blaster chillt und rumfährt. Heißt einfach nur, ja, ist vielleicht ein bisschen schade, aber was soll's. Ich meine, Donkey Kong ist auch cool und ich denke, es wird auch mit der Zeit eine Diddy Kong Amiibo rauskommen dafür. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Du bist also auch entkommen, Skylander. Mein Name ist Prong, James Prong. Ich wollte die Treibstoffpumpe verstopfen. Habt ihr die, langsam, aber ich bezweifle, ob ich in Orange die Anlehnung verstanden? Prong. James Prong. Das verstehst du doch. Ich sag dir was. Ich berate dich, während du die Pumpe abschaltest und spritz mich nicht nass. Einverstanden? Ich spritze dich doch niemals nass, mein Freund. Das würde ich auch niemals tun. Ein Seefahrzeug, um diese Mission anzunehmen, Skylander. Habe ich eins? Ich hoffe doch. Ja, wir haben einen Stufenaufstieg und kann ich irgendwie ins Menü, um mir das anzuschauen? Steuerung, mein Team, Optionen, Hauptmenü. Ne, wir bleiben erstmal hier. Ah, guckt an! Level 2 sind wir. Und unsere Werte können wir anschauen. Maximale Gesundheit, 460. Und was stand da unten? Sammle Skylander dieser Elemente... Oder sammle Skylander dieses Elements, um die Elementarkraft zu erhöhen. Hüte, wir haben ja einen Hut auf. Sehr schön. Wir können sogar was verbessern. Primatenschlag, drücke schnell Y für Nahkampfangriffe. Fasswurf, A-Knopf, okay. Bongo-Fass, 500 Münzen. Haben wir denn 500 Münzen? Können wir uns das leisten? Alte Schule. Ihr seht, Donkey Kong kann auch andere Fähigkeiten erlernen, das ist richtig cool. Es zeigt schon so ein bisschen wie... Gibt es in der Nähe einen anderen Ausgang, wenn du kein Seefahrzeug hast? Ja, doch. Ich habe kein Seefahrzeug. Ich habe doch mein Fahrzeug, Mensch. Du brauchst ein Seefahrzeug, um diese Zone zu betreten. Nö. Lass mich. Gut. Okay, heißt, ich müsste mir wohl ein Seefahrzeug kaufen. Aber das mache ich nicht. Mein Barrel Blaster reicht mir verdammt nochmal. Das ist schade. Ich dachte jetzt irgendwie auch, dass der Barrel Blaster sich transformieren kann, wie in Sonic und Sega All-Stars Racing Transformed. Aber es ist nicht so. Das ist schade. Sehr schade. Heißt, wir werden Umwege gehen, wenn wir jetzt nicht, ja, Seefahrzeuge oder Luftfahrzeuge haben. Ja, ja. Ja, ich sehe dich. Ja, doch. Ist echt so, Mann. Schamlos, wie sie mit mir flirtet, was? Aber wer könnte sie verüben? Und ein weiterer Wunschstein. Hab ich recht? Ja, ja, ist okay. Boah, immer dieser Flynn, ne? Immer so laut. Nervig. Meine Güte. Ne, aber der Barrel Blaster ist wohl ein... Naja. Ein Landfahrzeug. Aber gut. Es zeigt ja auch schon, wie es... Wie, naja. Nicht pay to win, aber... Wie... Geldgeil, die Entwickler von Skylanders sind, also Activision oder Vicarious Visions. Das zeigt das schon ein bisschen. Und was ist da unten? Ich kann hier nicht runtergehen, okay? So, hau rein, Mann.
Fuck! Oh Gott, ey. Ich krieg sehr krass auf die Omme, aber ich denke... Nein, lass mich in Ruhe. Aber ich denke, ich werde es trotzdem schaffen. Und wieder ein Stufenaufstieg, das ist doch krass. Okay, man levelt anscheinend, wenn man Gegner besiegt. Alles klar. So, tschüss. Nein, Donkey, flüchte. Mal schauen, ob man echt auflevelt, wenn man Gegner besiegt. Ja, ja, man levelt auf. Die Erfahrungspunkte leistet dort unten steigert sich. Okay, da können wir anscheinend irgendwas bedienen. Wir gehen aber mal nach rechts. Und gucken mal, was da ist, weil hier können echt immer Geheimnisse sein. Und was ist hier drin? Oh. Hey, hier sind echt so viele Wege, ich weiß gar nicht wohin. Ich habe auch schon am Anfang dieses Abteils hier etwas sehen können. Also so eine, so ein... Oh Gott! So eine Schlucht mäßig, aber... Ich denke, ich gucke mich erstmal hier um. Aber wir werden gleich, denke ich, auch mal da hinten hingehen, weil ich will echt mal wissen, was da ist. Ich will es echt mal in Erfahrung bringen. Oder Donkey, wie sieht's aus? Ja, okay, du bist es. Geh drauf! Boah, war das knapp. Ja, die Münzen, wir brauchen sie. Ja, ja. Denn dieses ganze Fähigkeiten erkaufen kostet ja auch Münzen, ne? Was ist hier? Oh, ein Casino. Oh, na dann. Ja, Junge, ich mach doch schon. Und was haben wir? Was haben wir? Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Und wir haben... Oh, ganz viel Stuff bekommen. Und sogar ein Hütchen, oder? Ja, ein Hütchen. Sunrunner-Stacheln. Plus 10 kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Plus 10 Rüstung. Plus 10 Elementarkraft. Ich setze ihn noch nicht auf, denn ich würde gerne in Erfahrung bringen, was besser ist. Plus 3 maximale Gesundheit. Plus 7 Rüstung. Plus 5 kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Aha, aha, aha. Ich würde sagen... Ich setze den Sunrunner Stachelhut auf, denn der hat mehr Trefferwahrscheinlichkeit, der hat mehr Rüstung, der hat mehr Elementarkraft. Wir büßen zwar 3 maximale Gesundheit ein, aber scheiß drauf. Wir machen weiter wie bisher, nur dass wir uns quasi besseren Stuff leisten. Und anziehen, besser gesagt. So, ich würde euch auch sehr gerne das Gamepad einblenden, nur das... Oh, nein! Ach, ich spawner hier wieder. Ja, dann ist ja kein Problem. Dann nehme ich das bisschen maximale Gesundheits-Downgrade in Kauf. Dass ich getroffen wurde und sowas. Dass ich ein bisschen verletzt wurde. Dankeschön. Weil ich will halt echt nochmal gerne schauen, was da am Anfang war. Das gönne ich mir nochmal in dem Augenblick. Ja, und wie gesagt, auf dem Gamepad ist halt nichts anderes als die Quest, wie sie heißt. Und ja, da sind einfach nur die Quests drauf. Von daher alles cool. Oh, und ein weiterer Bonusraum. Ja, wer hätte das denn gedacht? Ich ganz bestimmt nicht. Ah! Mensch. Was haben wir hier? Ach, mal wieder so ein Truhengedöns. Und ein weiterer Hut, wohl ein Piratenhut. Guckt euch das mal an. Piratenhut. Plus 8 kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Nein, den setzen wir nicht auf, denn der ist auf jeden Fall schlechter und schwächer als unser Sunrunner-Stachelhut oder wie der heißt. Wie hieß der nochmal? Sunrunner Stacheln. Genau. Habe ich doch gesagt. Oh Gott. Okay. Man kann mit Donkey keinen Doppelsprung machen. Das heißt, wenn er einmal gesprungen ist, springt er auch. Ich hab mich verlaufen, was ist hier? Als sie uns in die Zellen bringen wollten. Und jetzt bin ich hier. Gut, dass ich die Himmelssteine dabei habe. Ja, das ist wunderbar. Himmelssteine gespielt? Nee, noch nicht. Edition, falls du es versuchen willst. Ja, gerne doch. Turbo. Oh. Ja klar, wir spielen jetzt mal Himmelssteine. Und was ist das Prinzip? Was machen wir jetzt? Willkommen bei Himmelssteine Turbo. Das ist ein Himmelsstein. Das Schwert zeigt dir, wie viel Schaden dieser Himmelsstein anrichtet. Mhm. Das Herz zeigt dir, wie viel Gesundheit er hat. Das ist ja nicht viel. Hier siehst du, dass der Himmelsstein eine Spezialfähigkeit besitzt, die ausgelöst wird, wenn er gespielt wird. Nur sehr starke Himmelssteine haben diese Fähigkeiten. Na dann. Das ist dein Fahrzeug-Himmelsstein.
Mit jeder Runde wird er aufgeladen. Wenn die Anzeige voll ist, wird er umgedreht, sodass du ihn spielen kannst. Ja, nice. Die Himmelssteine sind sehr stark, können aber nur gespielt werden, wenn sie aufgeladen sind. Der Zufall bestimmt, wer anfängt. Beim zweiten Spieler ist der Fels kostenlos im Spiel. Mhm. Gegnerrunde, okay? Ist wohl so ein Kartenspielchen. Scharf. Scharf. Die Runde jedes Spielers zum Kampf. Na dann. Autsch. Durch diesen Angriff hast du Schaden erlitten. Ja, ich seh's. Hat wehgetan. Doch der Fels hat für dich zurückgeschlagen. Ha! Was sagst du dazu? Jetzt bist du dran. Wähle einen Himmelsstein. Ich würde sagen... Ja, ja. Ich würde sagen, ich gönne mir... Aha. Ich gönne mir mal den hier. 3 Schaden, 4 Leben. Jede freie Stelle auf deiner Seite platzieren. Versuch mal, deinen Himmelsstein hier zu platzieren. Mach ich. Das ist auch so ein Gamepad-Spiel mit dem Touchscreen. Der Touchscreen ist bei sowas mit inbegriffen und den kann man dazu nutzen. Das ist auch cool. Sehr cooles Feature. Wenn man bedenkt, dass es Skylanders Superchargers für Wii U, Wii, 3DS, PS4, Xbox One, ich glaube sogar noch Xbox 360, Xbox 360, Xbox One und sowas gibt, ist doch sehr cool, dass sich Activision für die Wii U-Version sowas Cooles ausgedacht hat. Na dann. Ich setz mal diesen Knaben hier und spiel mal diesen Schergen. Ist wohl so eine Art Hearthstone für Arme, würde ich fast sagen. Und in einfacher natürlich, ne? Füge 2 gegnerischen Charakteren einen Schaden zu. Oh oh. Mein Stein! Das wird eine Lehre sein, mein Freund. Dein Gegner hat dir Schaden zugefügt. Tut mir leid, aber das passiert, wenn ein Himmelsstein nicht geblockt wird. Ja, danke, ey. Vielen, vielen Dank. Hat jetzt den Turbo eingelegt. Dann setzen wir den direkt mal ein. Einsetzen. Ja, dann machen wir das doch direkt mal hier. So. Heile 8 und alle befreundeten Steine um 1. Na dann. Ist wahrscheinlich nur ein Healer oder sowas, ne? Ja. Er ist ein Healer. Und ein Angreifer. Oh, guckt an. Gegnerrunde. Ich habe das Prinzip zwar noch nicht so krass verstanden, aber wir kriegen schon irgendwie raus. Ui. Und da greifen wir an und dann wird nochmal angegriffen. So, jetzt müssen wir es eigentlich in diesem Zug schaffen können. Ich würde aber sagen, ich gönne mir den hier, denn er hat 4 Lebenspunkte und 3 Angriffspunkte. Und damit kann man eigentlich schon gewinnen. Wir haben eigentlich schon so gut wie gewonnen. Ja. Oder? Nicht? Okay, den man setzt... Okay, ich hab's, glaube ich, verstanden. Diese Karte, die man zuerst setzt, die kann im ersten Zug noch nicht angreifen. Aber wir haben gewonnen. Guck an. Und wir kriegen was dafür. Und zwar... Toxic Tushy Himmelsstein. Ein Hintern mit viel Biss. Aha. Ja, fügen wir mal hinzu. Wow. Eines Tages wirst du ein Meister sein. Falls wir hier raus. Wie hieß sie nochmal? Wie hieß diese Dame? Na, wollen wir reden? Dann nicht. Dein Name ist auch nicht so wichtig. Deswegen passt das schon. So, hier wieder ein paar weitere Münzen. Nein, ich wollte nicht raus. Verdammt. Oh, was ist, wenn da jetzt irgendwas war, was für, keine Ahnung, für unsere Ausrüstung relevant war? Schade. Ist egal. Ist egal. Wir kriegen das auch schon ohne irgendwelche neuen Gegenstände hin. So, dann aktivieren wir das mal. Und was haben wir hier? Ah, wir haben mal wieder so ein kleines Rätsel mit unserem Goblin. Da, von dem gab es im letzten Patch schon eines. Und hier ist wohl ein Knopf, oder? Ja. Okay. Was auch immer dieses Knöpfchen bringt, aber... Ich wollte echt nicht abbrechen, ohne Witz. Ah, wir können das Ding anscheinend damit drehen, oder? Ja! Wir drehen es. Alles klar. Dann würde ich sagen, drehen wir es so weit, dass wir an den Blitz kommen.
So, können wir? Hörst du doch mal auf? Ist es irgendwie random, wie das... Oh nein, ich habe schon wieder abgebrochen. Oh, tut mir leid. Tut mir echt leid, das kann man sich schon echt nicht anschauen. Meine Güte. So. Dankeschön. Halt an. Er will nicht anhalten. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich hab's gleich. Halt an! Wie funktioniert denn das? Soll ich nochmal da drauf gehen? Ich check's nicht. Ich check es wirklich nicht, Leute. Ich hab keinen Peil, wie das geht. Hört er jetzt auf? Er will nicht aufhören, Mann. Okay, er ist wohl so weit an. Oder er geht wohl so weit aus, wenn man drauf... Ja, das ist dieses... Ja, okay. Das kann ich doch nicht wissen. Das kam mir zum ersten Mal vor und das wird einem nicht erklärt. Also, alles gut. So, wir sollten da jetzt eigentlich dran kommen. Deswegen versuchen wir es einfach mal aus. Wir versuchen es und wir probieren unser Glück. Ob es klappt, ist die andere Frage, aber es klappt, oder? Hallo? Ganz vorsichtig. Es hat geklappt, Mensch. Und jetzt können wir auch über da rausgehen. Super. Und hätten das Rätsel auch gleich geknackt. So, nochmal den Blitz mitnehmen. Super. Und dann können wir uns auch hier schon ans Schloss wagen. Ich frage mich gerade, ob man wirklich jeden einzelnen Funken mitnehmen muss. Aber selbst wenn... Selbst wenn... Es ist ja auch nicht so viel Arbeit. Noch nicht jedenfalls. Und Stufenaufstieg. Jetzt sind wir Level 2. Wähle eine Kraft. Wow, du hast gerade deinen Portalmeisterrang erhöht. Ja, super. Sternstaub, um weiter aufzusteigen. Nehmen wir direkt mal den EP-Bonus mit. Warum werden die Rettungskapseln alle aktiviert? Ich weiß es nicht. Yo. Der große Ausbruch, Kapitel 4. Aber das machen wir erst im nächsten Part, meine lieben Freunde und Kinderchens. Das war's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.